Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Ich wurde heute zum Drehen auf den Dachboden bestellt. Hat wahrscheinlich was mit Halloween zu tun. Wenn sich zwei unserer Schiffe im Hafen treffen, ist das immer ein ganz besonderes Ereignis. Diesmal waren es die Prima und die Mara. Gucken Sie sich mal, was die beiden sich ausgedacht haben. Hallo? Hallo? Was ist das? Da hinten steht sie, unsere wunderschöne Schwester AIDA Ma. Und die werde ich jetzt einfach mal ein wenig heimsuchen. I love AIDA Prima. Auf dieser Bühne, hier an Bord von AIDA Ma, fand am 1. März 2014 die erste Primetime der Flotte statt. Was für ein Moment. Geschichte. Das ist das Büro vom Entertainment Manager Tilo. Das ist das Büro von unserem Chief Purser. Das ist die Kabine vom Kapitän. Und hier? Und der General Manager Marcel David. Der muss ans Heck von AIDA Ma. Oh je. AIDA Ma, viel Spaß in der Karibik! Der Bootsmann ist an Bord verantwortlich für die Matrosen. Und mit Lotti haben wir da einen ganz besonderen. Er kann sogar singen. Gucken Sie mal hier. Da ist doch jemand. Hallo? Ja, also von Hause aus komme ich aus dem Spreewald. Da ist zwar auch ein bisschen Wasser. Ist nicht so salzig wie hier auf dem Meer. Ich bin jetzt schon 36 Jahre Seemann. Der Bootsmann ist der Chef der Matrosen, also ich habe so ca. 30 Matrosen unter mir. Ich mache meine Runde an Deck, bevor der Lotse kommt. Da kontrolliere ich meine Nachtschicht. Wir sprechen auch einiges ab, was in der Nacht passiert ist. Oder ein direkter Vorgesetzter ist der Staffkapitän, mit dem habe ich ja dann immer Kontakt. Wir sprechen ja dann auch unsere Arbeiten ab, die wir so planen, im Groben und Ganzen. Und wie gesagt, meistens früh. Zum Lotsen. Der Bootsmann geht zum Lotsen mit zwei Kollegen. Wir nehmen den Lotsen an den Seitkitz, bringen die Lotsenleiter aus, machen die Seitkitz auf. Dazu kommt dann noch der Security-Offizier und der übernimmt dann den Lotsen und bringt den Lotsen zur Brücke. Wir verteilen uns dann danach wieder auf unseren Station. Meine Jungs sind auf den Manöverstationen vorne und achtern, wo die dicken Taue an Land gebracht werden, wenn die Mooringstationen besetzt. Oder einer am Anker, wenn wir ankern müssen. Das mache ich dann meistens auch. Ich bin verantwortlich für die Gangways. Ich bringe dann die Gangways aus. Wir sind dann den ganzen Tag unterwegs. Wie gesagt, die normale Arbeitszeit ist bis 17 Uhr, aber das Auslaufen oder so, das verzögert sich ja dann. Das ist dann meistens 18 Uhr oder 19. Also wir arbeiten so lange, bis wir dann auch am Ende den Lotsen wieder am Seitgate abgeben.
dann ist für uns dann erst Feierabend. Also ich bin so auf dem Seemannstrip, als kleiner Junge habe ich schon die Seemannslieder von Hans Albers gerne gehört. Wie gesagt, die Lieder sind immer noch aktuell und zur Seefahrt gehören diese auch und deswegen singe ich die auch manchmal ganz gerne. Schiff man bauen auf der sogenannten Werft, wirft man meist das Alte weg, drum hat die Werft den Namen Werft. Muss am Schiff gedoktert werden, legt man es im Dock zur Ruh, liegt das Dock weit von der Kneipe, sagt man Trockendock dazu. Ja, wer das weiß, der weiß schon allerhand von Häfen, von Schifffahrt und von der Vorderkant. Sicher denkt ihr, woher weiß der alles, was er da erzählt? Ja, ich wollte mal Captain werden, hat auch gar nicht viel gefehlt. Hab mein Studium aufgegeben, denn ein Haken ist dabei. Da muss man Sextanten kennen, leider hab ich doch bloß zwei. Ja, wer das weiß, der weiß schon allerhand von Häfen, von Schifffahrt und von der Vorderkant. Lotti, Hammer. Danke. Tatjana Peres kommt wieder an Bord. Sie hat schon mit Stars wie Ricky Martin und Tom Jones zusammengearbeitet und freut sich riesig, mit ihnen Tanzkurse zu machen. Gucken Sie mal hier. Mein Name ist Tatjana Peres. Ich gebe Workshops in verschiedenen Tanz- und Sportrichtungen. Und am 14. November treffen Sie mich auf der AIDA Aura, wo wir auch abends zusammen auf der Poolparty abfeiern werden. Und dann haben wir uns alle gefragt, haben die Kollegen von der MAR eigentlich gemerkt, was der Stefan da angerichtet hat? Ja, haben sie. Und sie haben sich bitter gerecht. Gucken Sie mal hier. Oh. Schöne Idee von meinem Entertainment-Manager-Kollegen Stefan. Danke, Stefan. Danke, AIDA Prima Crew, für diese schöne Idee. Und danke für die Aufkleber. Ja, I love AIDA Prima. Aber I love noch viel, viel mehr unsere wunderschöne Lady AIDA Ma. Und was AIDA Prima kann, das können wir von AIDA Ma schon lange. Nur größer und bunter. Natürlich feiern wir auf AIDA auch richtig schön Halloween. Die Kollegen von AIDA Prima haben es schon mal vorgemacht und da konnte man richtig sehen, wie es sich anfühlt, wenn gruselige Gestalten durch die Nacht wandern. Was macht ihr denn da? Was macht ihr da? Sie jetzt das Reisefieber gepackt hat, dann wenden Sie sich an Ihr Reisebüro oder gehen Sie auf www.aida.de. Und wenn Sie Weihnachten noch nichts vorhaben, ich habe eine wunderbare verlockende Woche für Sie, nämlich eine Weihnachtsreise auf AIDA Sol. Gucken Sie mal hier. In Gran Canaria starten wir unsere Reise und fahren als erstes zur Blumeninsel Madeira. Danach nehmen wir Kurs auf Lanzarote. Wir besuchen noch La Palma und Teneriffa und fahren zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Gran Canaria. So,
Und nach der ganzen Gruselei bin ich jetzt wirklich froh, dass endlich die schönsten Bilder der Woche kommen. Wie immer am Schluss. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Bis dann.